Unsere Reise beginnt am Flughafen in Kloten. Wir fliegen auf die Insel Kreta, auf Heraklion. Die Flugdistanz beträgt 1920 Kilometer und wir haben eine Reisezeit von 2 Stunden und 35 Minuten. Unsere Kreuzfahrt führt uns über das östliche Mittelmeer von Heraklion, über die Dardanellen ins Marmara-Meer nach Istanbul. Von Istanbul geht es zurück durch die Dardanellen nach Piräus, Athen, Santorini, Chania und wieder zurück nach Heraklion. Dies entspricht ungefähr 1122 Seemeilen oder 2100 Kilometer. Unser erster Reiseabschnitt führt uns von Heraklion über das östliche Mittelmeer nach Istanbul durch die Dardanellen. Wir legen hier eine Reisezeit von einem Tag zurück und haben 464 Seemeilen.
Von Istanbul geht es zurück durch die Dardanellen Richtung Piräus, Athen. Wir haben hier wieder eine Reisezeit von einem Tag und legen 361 Seemeilen zurück. Der nächste Reiseabschnitt führt uns von Piräus, Athen, nach Santorini. Hier legen wir 148 Seemeilen zurück, bis wir die wunderschöne Insel Santorini erreichen.
Unsere letzte Destination ist Chania. Chania ist ein kleines Hafenstädtchen auf der Insel Kreta und liegt 90 Seemeilen von Santorini entfernt.